auf geht's. So Schatzi, du hast es jetzt geschafft, mit mir von 10 Tagen hier im Hotel zu verbringen. Wir gehen jetzt zu unserer letzten Wanderung heute Morgen. Das ist nicht einfach. Ja. Was ist die einfache Wanderung? Nee, die mache ich mit der Frau. Ja, alleine noch dazu. Aber er hat es geschafft. Er hat es überstanden. 10 Punkte. Ja! Wirklich? Ja! Schatzilein, ich will nicht die Braut von Schwarzenegger sein. Warum nicht? Ich will nur deine Braut sein, weil so ein toller Mann. Das hat mit Muskeln nichts zu tun, das hat mit den zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun. Wenn du weißt, was. Das hier ist einer der wenigen Standardfotos von dem Futterbusch, wo man sich wieder so mal schnell einheimischen kann. Heute sieht das eher aus wie so ein Tag mit Schulausflug. Meine Südsee-Schönheit. Wir sind nicht an der Südsee. Wir sind am Indischen Ozean. Das hast du richtig tapfer gemacht. Catch of the day. Catch of the day, eine Puma-Mütze. Habe ich gefunden. Direkt nass aufgesetzt. Passt mir gut. Auf geht's. Schatzilein. Ja. Gestern war Valentinstag, ne? Ja. Und du bist mit mir nicht in diesen Juweliershop gegangen, der hier im Gelände ist. Heirat aber, alleine. Aber ich war noch nicht fertig. Du sollst nicht immer die Leute unterbrechen. Aber du bist der beste Mann, den ich mir je wünschen kann. Ja. Ich wollte mal die unermessliche Weite der Ventura Beach sehen. Insgesamt bin ich etwa die Hälfte der gesamten Strecke gelaufen. Also ich schätze mal, dass der Gesamtstrand so um die 20 Kilometer lang ist. So, es gibt, wie du jetzt hier an diesem Strandabschnitt, gibt es insgesamt 3 Strandbars. Was schon recht originell ist. Viel besser, aber nicht geht nicht wirklich. Eine kleine Südseeinsel. Mach mit dem Foto.
heute echt spektakulärer Sonnenuntergang. Das macht ja Sinn in die Richtung. Ha? Du filmst? Ja, mein Schatzelein. Du musst auch was sagen. Da geht ein schöner Urlaub zu Ende, stimmt's? Ja, ein sehr schöner Urlaub, aber es reicht jetzt. Ja, jetzt reicht's, ne? Ja. Gut. Ist nicht wirklich was Besonderes, aber das finde ich auch sehr lustig, das haben wir letztes Mal schon gesehen. Reserved for Clergy, also für Geistliche. Ansonsten sieht der Airport wirklich aus wie viele andere auf der Welt. Wir fahren jetzt hier mit dem Skytrain in Düsseldorf. Ganz was vornehmen. So. Bar. Nächster Halt, Terminal Gates A, B. Das ist ein Geisterzug, da ist kein Zugführer drin. Wow, ist das Technik. Vornehm. Wir sind in Deutschland. Mensch, wenn ich wieder alles Neues lerne hier. Du. Nächster Halt, Parkhaus B4 und B5. Quasi so eine Art Schwebebahn, wie wir sie im Wuppertal haben. Das ist deine alte Heimat. Ja, nicht wirklich. Ja. Wir fahren jetzt mit dem Westfalen-Express. Ich wusste gar nicht, dass es so was gibt. 2 Stunden. Das gibt es nicht nur in New York, das gibt es auch hier. Cool. Hepa! Hepa!